بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إن لله وإنا إليه راجعون Wir gehören und wir kommen von Allah und wir kehren zu ihm zurück. Damit möchte ich heute gerne meinen Vortrag beginnen. Und zwar in dieser Woche haben sehr, sehr viele Menschen, viele unter ihnen auch unsere Glaubensgeschwister, ihr Leben verloren in dem Erdbeben, was ihr alle selbst in den Medien mitbekommen habt. Und immer wenn es zu solch einer gewaltigen Naturkatastrophe kommt, da sterben viele Menschen, verlieren viele Menschen ihr Hab und Gut, ihr Heim. Sie verlieren Familienmitglieder, Familienangehörige und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Nicht wenige auch, die hier in Berlin leben, sogar ich aus meinem eigenen Familienkreis, haben Menschen verloren. Ja, oder Menschen waren direkt betroffen gewesen. Also aus meinem Familienkreis gibt es einige, die auch verschüttet wurden. Alhamdulillah ist niemand gestorben. Aber sie wurden verschüttet, konnten geborgen werden, konnten gerettet werden aus der Türkei. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch einige hier gibt, die vielleicht Angehörige haben, Verwandte haben, die ebenfalls direkt betroffen sind. Und das ist immer eine sehr große Tragödie, eine sehr, sehr harte Prüfung für die Menschen. Und gerade in solchen Zeiten stellen sich die Menschen eine essentielle und wesentliche Frage. Warum geschieht so etwas überhaupt? Wenn es doch einen Gott gibt, der barmherzig ist, der liebevoll ist, der gütig ist, warum lässt er solch ein Leid zu? Es sind ja nicht nur erwachsene Menschen betroffen oder Menschen, die vielleicht Unrecht getan haben, schlechte Menschen, sondern es sind in jedem Fall auch unschuldige Menschen mit dabei, die noch gar keine Sünde begangen haben können, wie beispielsweise Kinder, Kleinkinder. Wir haben von Geschichten gehört, dass Frauen unter den Trümmern entbunden haben. Die Mutter ist gestorben, das Kind konnte geborgen werden, ein Neugeborenes, subhanallah. Wir haben Geschichten von ganzen Familien, die komplett ausgelöscht wurden. Und die Frage, die sich stellt und die sich viele Menschen in solchen schwierigen Situationen, bei solchen Tragödien, bei solchen Naturkatastrophen, solchen gewaltigen Ereignissen stellen, ist: Warum lässt Gott so etwas überhaupt zu? Wie kann das sein, wenn er doch der Barmherzige ist, der Gerechte ist? Und wir wollen heute, inshallah ta'ala, auf einige dieser wichtigen, essentiellen Fragen eingehen und versuchen, eine Antwort darauf zu finden, und zwar aus unserer Quelle, aus unserem Schatz, den Allah ta'ala uns gegeben hat, nämlich aus dem Koran in erster Linie, aber vielleicht auch aus der Sunna unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das allererste, worauf ich zunächst erst einmal zu sprechen kommen möchte, ist, dass wir Menschen uns häufig in einer gewissen Weise überschätzen. Mit anderen Worten, wir glauben im wahrsten Sinne des Wortes, dass sich das gesamte Universum um uns dreht. Ja, natürlich, Allah Ta'ala, er hat den Menschen erschaffen. Seine Hand. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat den Menschen geehrt. وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Und wir haben die Kinder Adams geehrt. Aber am Ende, wer ist eigentlich der Mensch in diesem großen Universum? Nicht einmal ein Staubkorn. Nicht einmal ein Atom, nicht einmal ein Elektron, nicht einmal das Kleinste, was wir uns überhaupt vorstellen können.
Der Mensch ist winzig klein, aber er überschätzt sich in vielerlei Hinsicht. Und mir ist hier so eine sehr, sehr interessante Geschichte aus dem Koran direkt in den Sinn gekommen. Und zwar die Geschichte, die uns Allah subhanahu wa ta'ala erzählt aus der Sichtweise einer Ameise. Aus der Sichtweise einer Ameise. Wenn irgendwo auf der Welt eine Ameise zertreten wird, gibt es dann einen Aufschrei in den Medien? Eine Ameise wurde getötet? Nein. Nehmen wir mal einen ganzen Ameisenhaufen, der verbrennt, wo Tausende und Abertausende von Ameisen drin sind. Gibt es irgendjemanden, den das interessiert auf der Welt? Es ist nicht einmal eine Nachricht in einer Zeitung fällt, ja nicht einmal in einem Internetbeitrag. Interessiert keinen. Aber für die Ameisen geht eine ganze Welt unter, weil sie denken, wir sind der Nabel der Welt. Alles dreht sich um uns. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet uns aus Sichtweise einer Ameise, wie eine Ameise reagiert, wenn ihr Schaden zugefügt wird oder wenn ihr etwas geschieht oder wenn sie vor einer Gefahr steht. Und zwar in Surat An-Naml. Allah ta'ala hat dieser Surah sogar einen ganzen Namen geschenkt, und zwar die Surah der Ameisen. Wobei die Ameise in dieser Surah nur in einer einzigen Ayah vorkommt. Nämlich in der Geschichte von Suleiman. Das ist also nur eine Randbemerkung. In der Geschichte von Suleiman. Aber Allah subhanahu wa ta'ala erhebt das hervor und er zitiert die Ameise selbst. Und zwar, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Hatta idha atau ala wadi namli. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu. Udukhulu masakinakum. La yahtimannakum Suleiman wa junuduhu. Warum? Als sie dann zum Ameisental kamen, sagte eine Ameise, O ihr Ameisen, geht in eure Wohnungen hinein, damit euch ja nicht Suleiman und seine Herrscharen niederwalzen, ohne dass sie merken. Für die Ameisen bricht eine ganze Welt zusammen. Suleiman a.s. und seine Herrscher hätten es nicht einmal gemerkt, dass sie hier eine ganze Welt zerstört haben. Für die Ameisen bricht eine Welt zusammen, die Welt geht jedoch weiter und die anderen Lebewesen auf dieser Welt, wir Menschen, wir interessieren uns nicht einmal dafür, wir merken es nicht einmal. Und genauso auch ist es mit uns, subhanallah. Wir überschätzen uns. Wir denken, wir werden etwas Besonderes, aber in Wirklichkeit, wer sind wir? In diesem Universum. Als Ibrahim, der Sohn unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, als kleines Kind gestorben ist, da kam es zu einer Sonnenfinsternis. Mitten am Tag. Die Erde verdunkelt sich. Die Sahabas schreien, Allahu Akbar. Sogar die Sonne, sie weint und trauert. Für unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und um Ibrahim. Wie antwortete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Was lehrte er ihnen? Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, Inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yankhasifani li mawti ahad au hayati ahad. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Der Mond und die Sonne sind zwei Zeichen von den Zeichen Allahs. Die verdunkeln sich nicht wegen des Todes einer Person oder wegen des Lebens einer Person, weil eine Person auf die Welt gekommen ist. Das interessiert sie überhaupt nicht. Dieses Universum ist zu gewaltig, als dass irgendetwas in diesem Universum sich um uns scheren würde. Wir überschätzen uns also gewaltig. Und das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, mit dem ich beginnen möchte. Wenn wir uns die Frage stellen, wie kann so etwas geschehen? Dass die Erde bebt und dass Menschen zu Schaden kommen, etc. Dann müssen wir uns immer in diesem Kontext sehen. Wie alt ist die Erde? Mehrere Millionen Jahre alt. Wenn ich sogar, ich weiß gar nicht, gibt es irgendjemand, der sich auskennt mit Geologie oder so? Also vielleicht sogar mehrere Milliarden Jahre, ich weiß es nicht. Ja? Und was sind wir in der Geschichte der Erde?
Was sind wir? Ein kleiner Moment. Was sind 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte, die wir kennen, die wir geschichtlich festhalten können vielleicht? In dem Alter der gesamten Erde, die mehrere Millionen Jahre alt ist, im Grunde genommen nichts. Und das muss uns erst einmal klar sein, wenn wir uns diese Frage stellen. Warum lässt Allah subhanahu wa ta'ala so etwas zu? Weil es Sunnen in diesem Universum gibt. Es gibt Sunnen in diesem Universum. Es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die sich nicht ändern werden. Nur weil es jetzt Menschen gibt auf der Erde, heißt es nicht, dass sich deswegen diese Sunnen ändern werden. Es gab Eiszeiten auf der Welt, die ganze Lebewesen ausgerottet haben. Die Dinosaurier, ganze Lebewesen wurden ausgerottet aufgrund der Eiszeit und die Erde hat sich weitergedreht. Und jetzt sind wir da, als Menschen auf dieser Erde. Und die Erde, die dreht sich weiter. Sie folgt einem ganz bestimmten Plan. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Erde in dieser Art erschaffen. Und ja, wir leben auf ihr. Aber wir müssen diese Sunna Allahs akzeptieren, dass sie ein Teil unseres Daseins und ein Teil unserer Existenz ist. Das gehört einfach dazu. Das gehört zu den Prüfungen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala seine Geschöpfe prüft. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns auf diese Welt gebracht, nicht damit wir ewig auf ihr verweilen, sondern er hat uns aus einem einzigen Grund auf diese Welt gebracht, um uns zu prüfen. Und nur derjenige, der das verstanden hat, der wird auch mit solchen Ereignissen umgehen können. Warum muss ein unschuldiges Kind sterben? Warum müssen Menschen leiden? Weil wir auf dieser Welt sind, um geprüft zu werden. Und zwar jeder wird geprüft, unabhängig davon, ob du ein Mu'min bist oder ob du ein Kafir bist. Unabhängig davon, ob du ein guter Mensch bist oder ob du ein schlechter Mensch bist. Das gilt für alle Menschen. Das ist die Sunna Allahs in diesem Universum, mit der Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Wir waren vorher im Paradies gewesen. Im Paradies gab es keine Prüfung. Und im Paradies, wenn wir wieder das Paradies betreten sollten, wird es auch keine Prüfung mehr geben. Aber in dieser Dunya werden wir geprüft. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt es klar und deutlich. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ Warum, ja Allah? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا Er ist es, der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch die besten Taten vollzieht. Nicht damit ihr hier Spaß habt auf der Erde, nicht damit es euch gut geht. Allah hat uns vieles gegeben, damit es uns gut geht. Aber in erster Linie, um uns zu prüfen, wie gehen wir damit um? Und dazu gehört auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mit Leid prüft. Das ist erst einmal eine ganz wichtige Einleitung, die wir verstehen müssen. Dass wir nur ein kleiner Teil des Planes Allahs sind. Wir wissen nicht, was der gesamte Plan Allahs ist. Oder weiß von uns jemand, was der gesamte Plan Allahs ist? Weiß jemand von uns, was auf den anderen Planeten und den anderen Sternen in diesem Universum geschieht, in den anderen Galaxien? Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Gibt es neben unserer Welt noch eine andere Welt, vielleicht sogar noch Millionen von Welten? Wissen wir es? Haben wir die Garantie? Haben wir nicht. Wir wissen es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala weiß es. Das, was wir wissen, ist, dass wir geprüft werden. Gibt es noch andere Welten, die Allah erschaffen hat, wo andere Menschen wie wir oder Lebewesen wie wir geprüft werden? Ich meine, auf dieser Erde gibt es auch andere Lebewesen, die geprüft werden. Welche Lebewesen werden dann noch geprüft neben uns? Die Djinn. Sehen wir die Djinn? Wir können die Djinn nicht sehen. Sie sehen uns, aber wir können sie nicht sehen. Aber sie existieren und sie werden genauso geprüft wie wir. Und sie leben mit uns, subhanallah, unter uns. Vielleicht sind sogar einige hier gerade. Und sie werden ebenfalls geprüft, subhanallah. Es ist ein Alam für sich, eine Welt für sich, die wir nicht verstehen, die wir nicht sehen können. Wir haben nur einige Informationen aus dem Koran. Aber sie werden geprüft. Und dementsprechend, wir sind ein winziger Teil des Planes Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht mehr und nicht weniger. Und das müssen wir erst einmal akzeptieren. Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt solche Dinge geschehen, damit uns Menschen noch einmal bewusst wird, wie schwach wir eigentlich sind. Das ist unglaublich wichtig. Schaut mal, subhanallah, wie weit der Mensch gekommen ist im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Technologie, in der Architektur, in so vielen anderen Bereichen, in der Astronomie.
können zum Mond fliegen. Wir sind dabei jetzt gerade auf dem Mars zu fliegen. Sogar bemannt. Und trotz alledem am Ende sind wir abhängig von dem, was Allah Ta'ala uns gegeben hat. Wir sind abhängig von dieser Erde. Wir können die Grenzen, die Allah Subhanahu wa Ta'ala uns Menschen gesetzt hat, nicht verlassen. Wenn diese Erde nicht mehr existiert, dann haben wir keine Heimat mehr. Dann gibt es sie einfach nicht mehr. Dann werden wir auch nicht mehr existieren. Ja, wenn unsere Heimat Erde ein bisschen bebt oder überschwemmt wird oder ein stärkerer Wind aufkommt, dann können wir noch so stark sein, noch so weiter in unserer Wissenschaft und Technologie. Am Ende, wir können das nicht bewältigen. Bei dem Erdbeben in der Türkei handelt es sich um ein Erdbeben, Richterskala, glaube ich, 7,5, 7,9. Sehr, sehr stark, subhanallah. Was wäre denn, wenn es noch stärker wäre? Wir haben ja teilweise Erdbeben in Japan, ja, die bis zu 10 auf der Richterskala gehen. Was wäre es, wenn es noch stärkere Erdbeben werden sollten? Wir sind schwach als Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns durch solche Naturereignisse, solche gewaltigen Naturereignisse, noch einmal unsere Schwäche als Menschen. Und zeigt uns, wie abhängig sie sind von dem Plan Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz gleich, wie fortschrittlich wir sind. Allah ta'ala, er erzählt uns immer wieder Geschichten im Koran von Völkern, die für ihre Verhältnisse sehr fortschrittlich waren. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala sie durch einfache Naturkatastrophen vernichtet. Vernichtet. Durch einfache Naturkatastrophen. Durch einen Schrei. Einfach nur einen Schrei. Und sie wurden vernichtet. Durch einen Wind, der 7 Tage und 8 Nächte anhielt, wurden sie vernichtet. Ihre Wohnstätten sind noch da, wie beispielsweise die Wohnstätten der Ad und der Thamud sind noch da, kann man sehen, subhanallah. Aber sie wurden vernichtet. Durch ein Erdbeben. Durch eine Überschwemmung, wie zur Zeit von Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns das, um uns noch einmal unsere Schwäche und unsere Abhängigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala vor Augen zu halten. Dass ich mich als Mensch in solch einer Situation ausschließlich Allah subhanahu wa ta'ala zuwende. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. O ihr Menschen, ihr seid Allah gegenüber bedürftig. Allah ist der Unabhängige, der Reiche, der Lobenswürdige. Ja, ich bin als Mensch abhängig, egal wie viel ich habe, egal wie fortschrittlich ich bin. Ich bin als Mensch schwach. Und das hält mir Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal vor Augen. Dass der Mensch nicht überheblich wird. Und ich glaube, er könnte seine Grenzen permanent überschreiten. Warum lässt Allah subhanahu wa ta'ala so etwas noch geschehen? Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt es geschehen, damit der Mensch demütig wird und zurückkehrt zu Allah. Demütig wird und zurückkehrt zu Allah. Es gibt viele Ayat im Koran, die genau diesen Aspekt der Demut und der Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala hervorheben. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Und wir haben sie genommen mit Ba'sa, also mit Gewalt, Dara, also schwierigen Zeiten, darunter fällt alles. Naturkatastrophen, Hungersnöte etc. Warum? لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, damit sie sich Allah zuwenden, demütig werden und Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden. An anderer Stelle sagt Allah Ta'ala, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Und warum, wenn zu uns, zu ihnen, unser Bass, unsere Stärke, unsere Kraft, unsere Gewalt kommt, egal was es für eine Form von Gewalt ist, fangen sie an, demütig zu werden und sich uns zuzuwenden. Aber was ist das Problem? Ihre Herzen, sie werden hart und der Shaitan, er schmückt ihnen das aus, was sie getan haben. In Surat Ar-Rum, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala, er sagt, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Unheil hat sich auf dem Festland und auf der See, also auf dem Wasser, auf dem Meer verbreitet. Aufgrund dessen, was sie mit ihren Händen erworben haben. Damit wir sie einen Teil von dem kosten lassen. Damit er sie einen Teil von dem, was sie getan haben, kosten lässt. Warum? Um sie zu bestrafen? Nein. La'allahum yarji'un, damit sie zurückkehren mögen. Das heißt, es geht erstmal nicht um die Frage einer Strafe oder nicht Strafe. Es geht darum, die Menschen nochmal vor Augen zu halten, wer du eigentlich bist. Um seine eigentliche Stellung zu zeigen und ihm die Möglichkeit zu geben, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren, indem der Mensch nämlich was wird? Indem der Mensch demütig wird. Könnte es aber sein, dass vielleicht solch eine gewaltige Naturkatastrophe wie das Erdbeben, was wir gerade gesehen haben, nicht auch eine Strafe oder Belohnung sein könnte? Belohnung? Wirklich Belohnung? Wir werden das gleich sehen, inshallah ta'ala. Könnte es aber erstmal sein, dass so etwas eine Strafe ist? Es kann durchaus sein. Es kommt immer auf die jeweilige Person an. Das ist ein und dieselbe Katastrophe. Für den einen ist es eine Strafe und für den anderen ist es eine Belohnung. Eine Strafe ist es für denjenigen, der vielleicht nicht mehr die Möglichkeit hatte, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren, bevor diese Katastrophe geschieht. Sodass er zu Allah zurückkehrt, ohne eine Taube, ohne bereut zu haben. Jemand, der vielleicht gerade am Trinken war, oder gerade dabei war, Zina zu begehen, oder gerade damit beschäftigt war, Menschen auszurauben, und in diesem Moment kommt solch eine Naturkatastrophe und beendet alles. Für ihn ist es sicherlich was? Eine Strafe. Er hat alles verloren. Und nicht nur das, er hat Dunya und Akhira verloren. Für jemanden anderen kann es aber gleichzeitig was sein? Eine Reinigung und sogar eine Belohnung. Was für eine Belohnung? Wie kann das eine Belohnung sein? Hört einmal, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, wie es authentisch überliefert wird bei Imam al-Bukhari. Ash-Shuhada'u khamsa. Es gibt fünf Märtyrer. Es gibt fünf Märtyrer. Al-Mat'un. Jemand, der erstochen wird. Wal-Mabtun. Jemand, der durch eine innere Krankheit, Bauchkrankheit stirbt. Darunter können auch schwangere Frauen fallen, die beispielsweise während der Schwangerschaft sterben, oder jemand, der eine innere Krankheit hat und dadurch stirbt. Wal-Ghariq und der Ertrunkene. Wa-Sahibul-Hadmi und derjenige, der stirbt aufgrund dessen, dass etwas auf ihn stürzt. Wie viele tausende Menschen, die in der Türkei und in Syrien jetzt gestorben sind, subhanallah. Plötzlich, während sie schlafen oder mit etwas anderem beschäftigt sind, stürzt das Haus zusammen und sie sind tot, sterben. Und sie sterben keinen normalen Tod, sondern sie sterben als Märtyrer, subhanallah. Das heißt mit anderen Worten, Allah ta'ala, er erhöht sie um Stufen. Und das ist eine Belohnung. Nicht eine Belohnung im Diesseits. Natürlich im Diesseits, die Menschen sind traurig und sie trauern, zu Recht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte ihr Leben abschließen, indem er sie als Shuhada sterben lässt. Als Märtyrer. Und gibt es einen edleren Tod als den Tod eines Märtyrers? Jeder Muslim wünscht sich, als Märtyrer zu sterben. Und was heißt Märtyrer? Shahid bedeutet jemand, bei dem bezeugt wird, dass er ein aufrichtiger Muslim war. Jemand, der das Paradies direkt betreten wird. Jemand, bei dem die Engel bezeugen, dass er aufrichtig gewesen ist. Es gibt also viele Menschen, die jetzt in diesen Tagen als Märtyrer gestorben sind, obwohl sie nie eine Waffe in der Hand hatten. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihnen den Märtyrertod geschenkt. Meine lieben Geschwister, über eine Sache könnt ihr euch sicher sein.
Jeder von uns wird früher oder später sterben. Und es geht nicht darum, wann du sterben wirst, sondern es geht darum, wie du sterben wirst. Das ist das, worum es geht. Dein Todeszeitpunkt steht fest. Den kannst du nicht verschieben. Die Kulli Ejalin Kitab. Jede Frist hat ihr Buch. Mit anderen Worten, jeder hat seine Lebensfrist. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Wenn erst einmal ihre Lebensfrist kommt, also ihre Frist, wo sie zu Allah zurückkehren werden, dann bekommen sie weder eine Stunde Aufschub, noch wird sie früher eintreten, eine Stunde, sondern genau zu dem Zeitpunkt. Du kannst es nicht verändern. Wichtig ist, wie kehre ich zu Allah zurück? In was für einen Zustand kehre ich zu Allah zurück? Akzeptiert mich Allah subhanahu wa ta'ala? Nehmt er mich an? War ich gerade in diesem Moment Allah subhanahu wa ta'ala nahe? Oder war ich weit von ihm entfernt gewesen? Das ist das, worauf es ankommt. Ich kann vor dem Tod versuchen zu fliehen. Aber wenn Allah ta'ala ihn für mich festgeschrieben hat, dann wird er mich ereilen. Unabhängig davon, ob ich gerade in der Türkei in einem Erdbebengebiet bin oder ob ich an irgendeinem anderen Ort bin. Das ist unsere feste Überzeugung als Muslime. Und daran erkennen wir, subhanallah, ja. Ein und dasselbe Ereignis kann für einen bestimmten Menschen eine Strafe sein. Und für einen anderen Menschen kann es eine Belohnung sein. Und sogar eine Auszeichnung für ihn sein. Und daran erkennen wir solch ein gewaltiges Naturereignis wie ein Erdbeben. Ist etwas, was den Menschen zum Nachdenken bringen sollte. Und es ist auch etwas, was positive Seiten im Menschen hervorruft. Gerade in solchen Momenten sehen wir, dass die Menschen zusammenkommen können, wenn sie wollen. Subhanallah. Was man sonst normalerweise nicht sehen würde. Wir sehen plötzlich Bilder von Griechen, die in der Türkei Menschen helfen, obwohl Griechen und Türken oder besser gesagt die Regierungen miteinander verstritten sind. Und wir sehen, es kann funktionieren, subhanallah. Menschen können zusammenarbeiten. Wir sehen, wie solidarisch Menschen werden, wenn sie sehen, dass es Leid auf dieser Welt gibt. Wir sehen, wie viele Menschen Dua machen für all die Verstorbenen und zu Spenden aufrufen und das Gute im Menschen hervorkommt. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns durch solche Ereignisse, dass wir auch als Umma agieren können. Und dass sogar die Menschheit zusammenstehen kann, wenn sie es wirklich will. Also in jedem Unglück liegt auch etwas Gutes. Auch wenn man es nicht sofort erkennt. Und deshalb sollten wir dieses Ereignis nutzen, um erstens noch einmal unsere Demut gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu bekunden. Zurückkehren zu Allah mit einer aufrichtigen Taube. Weil das, was unseren Geschwistern geschehen ist, könnte uns auch in jedem Moment geschehen. Es muss ja kein Erdbeben sein. Es kann ja etwas anderes sein. In jedem Moment könnte ich plötzlich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Dass mir nochmal bewusst wird, dass diese gesamte Dunya, nach der ich strebe, in einem einzigen Moment weg sein kann. Die Dunya ist bei Allah nichts wert. Schaut mal, Menschen, die Häuser gebaut haben, Menschen, die, weiß ich nicht, ihr Leben lang gespart haben, um sich etwas Schönes zu bauen, in einem einzigen Moment ist alles weg. Und so ist die Dunya. Mit jedem. Früher oder später wirst du diese Dunya verlassen müssen. Es lohnt sich nicht, nach der Dunya zu streben. Es lohnt sich, höhere Ziele im Leben zu haben. Und das sollten wir vor Augen haben. Und ebenfalls eine Sache, die wir vor Augen haben müssen, gerade bei einem Erdbeben, ist, dass wir uns daran erinnern, dass wir eines Tages alle ohne Ausnahme einem gewaltigen Erdbeben ausgesetzt sein werden. Wir leben nicht in einem Erdbebengebiet. Aber jeder von uns, ohne Ausnahme, wird ein Erdbeben erleben, was eine Frau dazu führen lässt, ihr Kind zu verlieren. Und eine stillende Mutter dazu bringt, ihr stillendes Kind, was sie gerade stillt, einfach beiseite zu werfen. Ja, ayyuhan nas, uttaqu rabbakum, inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache.
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. An dem Tag, da ihr es seht, wird jede Stillende aus Entsetzen übersehen, was sie soeben stillt. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind. Aber die Strafe Allahs ist streng. Jeder von uns wird ein Erdbeben erleben. Und zwar das Erdbeben der Stunde. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Auf dieses Erdbeben. Allah Ta'ala, er hat eine ganze Sura offenbart. Zu diesem Erdbeben. Surat Al-Zalzala. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Wenn die Erde beben wird. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Und die Erde ihre Gewichte hervorbringen wird. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Und der Mensch sagen wird, was ist los mit ihr? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. An jenem Tag wird sie ihre Nachrichten erzählen. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Weil ihr Herr ihr das offenbart und eingegeben hat. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. An jenem Tag werden die Menschen hervorkommen, erstarrt, ja, verschiedene Gruppen, damit sie dann ihre Taten zu Gesicht bekommen werden. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Wer eine gute Tat tut, auch wenn sie nur so klein ist wie ein Staubkorn und so leicht ist wie ein Staubkorn, so wird er sie sehen. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Und wer eine kleine Tat, auch wenn sie nur so leicht ist wie ein Staubkorn, an Schlechtem getan hat, so wird er sie sehen. Daran sollten wir denken, an dieses Erdbeben, dieses gewaltige Erdbeben. Abschließend, was können wir tun für unsere Geschwister? Weil das sind Tage der Solidarität, wo wir nicht nur mit Worten bei unseren Geschwistern sein dürfen, sondern wirklich tatkräftig etwas tun müssen. Hier prüft uns Allah subhanahu wa ta'ala. Allah prüft sie mit dem Erdbeben und Allah prüft uns, was wir jetzt tun. Eine Sache ist, die wir alle tun sollten, doch, gar keine Frage. Und das haben wir sicherlich alle getan und sollten es auch weiterhin tun. Aber allein das Dua reicht nicht aus. Sondern diese Menschen brauchen mehr als unseren Dua. Diese Menschen brauchen unsere Spenden, unser Geld, unsere Hilfe. Deswegen, das sind die Tage, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns prüft, ob wir bereit sind zu geben oder nicht zu geben. Und ich rede hier nicht von einem Euro, 2 Euro. Das ist nicht wirklich eine Spende. Ich rede hier wirklich von einer richtigen Spende. Das sind deine Verwandten, deine Geschwister, das sind Menschen, die Not leiden. Und hier sollten wir dementsprechend auch geben. Mehr geben. Dass es uns vielleicht sogar ein bisschen wehtut. Dass es uns vielleicht sogar ein bisschen wehtut. Jeder weiß selbst, wo seine Grenze ist, wo es wehtut. Ja? Was uns ein bisschen wehtut. Dass wir unsere Geschwister unterstützen. Morgen werden in vielen Moscheen, also unter anderem auch in der Moschee, in der Tayyip-Moschee, in anderen Moscheen, werden Spenden gesammelt. Ja? Wenn ihr jetzt nicht überweisen könnt oder keine Spendenorganisation kennt, wo ihr nicht schon gespendet habt, dann kommt morgen zum Jumu'ah-Gebet und spendet. Ja? Für eure Geschwister. Für die Menschen, die eure Hilfe benötigen. Das ist das, was wir jetzt machen können. Das, meine lieben Geschwister, sind so einige Gedanken gewesen zu diesem wichtigen Thema. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan für eure Aufmerksamkeit. Subhanallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.